Die Fakultät für mich in einem Wort ist eigentlich ein zweites Zuhause. Gemeinschaft. Experimentierfeld. Zukunftsgestalter. Zuversicht. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und den Lehrenden. Hoffnung, dass man Dinge ändern kann, natürlich zum Besseren. Ein Ort der Bildung, der Zukunft und der Inspiration. Typisch Karlsruhe ist für mich im Grunde genommen dieses tropische Klima. Die süddeutsche Vita. Diese verknüpfende Struktur, die gefällt mir sehr. Die Schlosslichtspiele vor der Schlosskulisse. Die Nähe zur Natur. Die Akzeptanz und die Offenheit der Menschen. Die Diversität. Die Erreichbarkeit von allem, was das Herz begehrt. Wir feiern unser Leben hier. Okay. Orte in Karlsruhe sind dann inspirierend, wenn dort Menschen zusammenkommen. Weil da, wo Kultur und Gesellschaft sich bündeln. Es ist nicht ortsabhängig, sondern eigentlich eher personenabhängig. Ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. In der Diskussion mit Studierenden. Inspiration in Karlsruhe finde ich an Orten mit Ausblicken. Auf dem Turmberg. Der Rheinhafen. Räume, die noch unbestimmt sind. Die Unorte, die einen wirklich zum Nachdenken inspirieren. Ausstellungsbesuchen im ZKM. Die Kunsthalle, deswegen sind wir vielleicht auch hier gelandet. Architekturschaufenster. Das inspiriert einen, also mich zumindest. Nachhaltigkeit bedeutet in der Architektur für mich, dass es ein architektonisches Gesamtkonzept ist. Das ist für mich erstmal eine riesengroße verpasste Chance. Ein Drittel des gesamten Mülls und Abfalls auf der Welt stammt aus der Bauindustrie. Nachhaltigkeit bedeutet den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Und dass wir als Architekten eigentlich die Verantwortung haben, für die nächste Generation zu planen. Nachhaltig bedeutet auch kulturell nachhaltig. Stadträume selbst gestalten, nutzen und aneignen kann. Wir müssen bei Mobilität in die Stadt schauen. Ich bewege mich in Karlsruhe am liebsten zu Fuß. Mit dem Fahrrad. Dann fahre ich mit der Trambahn. Alles gut miteinander vernetzt. Aber ich laufe auch gerne mit meinen beiden Füßen. Der Campus ist in der Mitte von der Stadt. Die Distanzen sind nicht besonders groß. Und deswegen kann man sehr schnell von A nach B, entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Da sind wir hier in Karlsruhe, wo das Fahrrad erfunden wurde, natürlich an Stelle Nummer 1. Und demnächst wird natürlich die Mobilität, Sie sehen diesen Raum hier, eine ganz, ganz wichtige neue Rolle spielen. Cut! Architektur hat das Potenzial, die Gesellschaft zu verändern. Die Leute wohnen heutzutage ganz anders, als sie früher gewohnt haben. Vergangenheit, Zukunft. Nachfrage, Bedarf. Die Wegführung. Wie wir uns durch die Umwelt bewegen. Unmittelbaren Einfluss auf jeden von uns. Und in dem Sinne ist Architektur immer präsent in der Gesellschaft. Ja. Zum Studienbeginn würde ich euch empfehlen, dass ihr mit offenen Augen durch die Welt geht, neuen Denkweisen gegenüber und neuen Ideen. Begeisterungsfähigkeit. Freude an der Sache. Wege zu gehen, die bis jetzt noch nicht gegangen sind und neues Terrain zu erobern. Kritikfähigkeit. Sich Ziele zu setzen. Das reichhaltige Angebot der hiesigen Studienwerkstätten zu nutzen. Ihr werdet ganz tolle Kommilitonen kennenlernen. Wir sind hier eine starke Gemeinschaft. Man wird sich gegenseitig helfen. Das heißt, ihr seid immer gut aufgehoben. Die Fakultät bereichert mich in dem Sinn, dass es immer der Pool war, wo ich mich mit Freunden austauschen kann. Ganz wichtig ist natürlich unser Personenkontakt hier. Eben viel und eng mit den Studenten zusammenarbeiten. Alles sehr offen. Kollegialen, wertschätzenden Umgang. Ein lebendiges Miteinander. Wirkt sich das unglaublich motivierend auf die Arbeit aus. Dieser Austausch zwischen Theorie und Praxis. Grenzen zu überwinden. Kommt man persönlich weiter und man bringt wahrscheinlich auch andere dadurch weiter. Es ist die richtige Zeit, Verantwortung zu nehmen und zu gestalten.